Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich ein Einzelfass von Glenarchy aus einem Madeira Barrique. Okay, Whiskey Base 239615. Wir haben es am 15. Mai 2009 distilliert, im Juni 2023 dann dort abgefüllt, 4 Jahre alt. Fassnummer 7651 mit 59,5%. Wer die Einzelfassabfüllung nicht kennt, da ist immer diese Kiste. Pappe, innen drin ein bisschen Samt. Ja, das ist irgendwie Kunststoff, keine Ahnung. Und das ist ein German Exclusive. Ich glaube, es steht sogar Kirsch hier drauf irgendwo. So, was steht hier? Selected by Billy Walker for Germany. So, 274 Flaschen haben wir hier. Kostet, also Whiskey Base 239615, kostet zwischen, also 124 bis 119 € sehe ich hier für diese Flasche und gibt es noch reichlich. Kam praktisch Oktober 2003 auf den Markt. Womit möchte ich es gerne vergleichen? Ich habe hier von Billy Walker, von Glenallachie, eine Einzelfassabfüllung aus 2011. Allerdings, aus das, was ich sage, macht alles besser. PX, ein PX Punchen. So, wir haben hier Whiskey Base Nummer 246200. Wir haben 62,1% Alkohol. Wir haben Fassnummer 801088. Und aus dem Punchen bekommt man denn dort 688 denn Flaschen. Und das steht auch hier drauf. Selected by Billy Walker for Germany. So, guck mal die Farbe da an. Ja? Also hier Madeira, hier PX. Ja, wir merkten schon einen gewaltigen Unterschied. Preislich liegen wir hier. UVP lag bei 109,90 €. So, von daher ein bisschen günstiger. 11 Jahre gegenüber jetzt hier unserer 14 Jahre. Madeira ist nicht zwangsläufig teurer als ein PX-Fass, aber der PX-Fass hier hat gute Arbeit, glaube ich, hier geleistet. Ist es nicht schön, dass wir zwei Einzelfässer hier für Deutschland haben? Ich sage einfach mal vielen Dank, Kirsch Import. Ihr macht co coole Arbeit hier zusammen mit Glenallachie. Und das ist, dass der PX-Punchen kam praktisch Januar 2024, also relativ frisch noch hier auf dem Markt. Um das zu beweisen, dass PX alles besser macht, hier Whiskey Base, bisher 14 Abstimmungen, 90,2. Hier haben wir 4 Abstimmungen bisher bei 89. Minimal, aber schon irgendwie interessant zu sehen. Ich liebe Madeira meistens. Ich finde, PX macht alles besser, aber kleistert alles denn dazu? In mein schlaues Büchlein hier, Malt Whiskey Yearbook, da wurde der, hat er, das ist jetzt hier der Autor, hat hier geschrieben, Ingvar, was ich auch nicht wusste. Glenallachie gehörte dann zu Pernod Ricard für insgesamt 18 Jahre. Zwischen 89 gekauft und dann dort verkauft jetzt hier dort genau. Was steht? Wo steht es hier? So, Mensch, das steht nicht hier drüben, wann es denn an Billy Walker verkauft wurde. Okay. Aberlour gehörte dann dort tatsächlich hier zu Pernod Ricard in 74. In Edredauer kam dann dort zu Glenallachie damals 1982. Das war an Billy Walker verkauft. Was ich interessant fand, ist dann in den letzten 18 Jahren, Pernod Ricard hat 5 ihrer Brennereien mit einer gesamten Kapazität von 19 Millionen Liter Single Malt Kapazität verkauft. Allerdings, in der gleichen Zeit haben sie ihre eigenen Brennereien ausgebaut, sodass sie zusätzlich, also 26 Millionen Liter jetzt hier Kapazität hinzugefügt haben.
Ja, also, und wenn Aberlour in Miltendorf fertig ist, kommen nochmal 14 Millionen Liter dazu. Also 40 Millionen Liter zusätzlich zu den bestehenden Whisky-Distillerien dazu. Diageo hat seit 1998 kein einzige Brennerei verkauft. Und Diageo musste das nur verkaufen, weil es gab kartellrechtliches Bedenken, dass es ein Monopol geben würde, als Diageo irgendwas übernommen hatte damals. Bestimmt die Whisky-Geeks da draußen wissen genau, welche der Brennerei das ist und wurde hier nicht gesagt. So, Glenallachie hat eine Kapazität von 4 Millionen Liter im Jahr. Die produzieren zurzeit, also 2023, circa 1 Million Liter, also ein Viertel von dem, was vorher war. Und Billy Walker hat circa 50.000 Fässern dort bei Glenallachie, von dem er dort einfach mal auswählen darf. Background Information, Hintergrundinformation. So, an der Nase. Schöne Madeira-Noten. Jason ist happy. Okay. Ich lasse es einfach mal schön lecker, genau richtig. PX? Nun, das hätte ich nicht sofort aus dem PX-Moment hier erkannt. Der hat eine kleine, für mich der typische Geschmacksnoten von Glenallachie ist nämlich Grapefruit und Kalk. So, ich meine das nicht verkehrt, also Glenallachie, Felsen und so weiter. Aber dennoch ist da tatsächlich hier 2017 hat Billy Walker Glenallachie übernommen. Das ist schon mittlerweile fast gut 6 Jahre, fast 7 Jahre nun her. Ich bin nicht sicher, wo ich landen würde mit der großen Sherry. Aber das ist nicht typisch PX. Glenallachie hat vier Stills, also zweimal Spirit Stills, also zweimal Wash Stills. Wurde 1967 denn damals gegründet, 2 Jahre bevor ich geboren wurde. Er hat kräutrig, er ist sehr, sehr kräutrig, ein bisschen wie Jägermeisterkräuter. Das ist das, was mich hier ein kleines bisschen verwirrt. Wie ein schwarzer Tee, wie ein Jägermeister. Ein kleines bisschen sogar auch wie eine gute, ein bisschen italienische Kräutermoment. Da gibt es diese Kräuterlikör auch aus Italien. In diese Richtung geht es. Das ist hier purer Genuss, was Madeira angeht. Gute, also liebe Leute, wenn noch nie geschehen, geh mal hin zu deinem Weinhändler, sag, hey, lieber Weinhändler, ich möchte eine Flasche Madeira mit nach Hause nehmen. Wirst du 20, 25 € wahrscheinlich zahlen müssen, nimm das Ding nach Hause und genieße. Ja, es gibt verschiedene Sorten von Madeira, aber auch da lasse ich da wirklich von. Ich mache gerne Sweet Madeira, aber jeder, der mich kennt, weiß, Sweet Tooth, also Süßzahn habe ich hier. Lerne, wenn möglich, hier tatsächlich die Distillate, die Spirituosen, die Fässern, in denen dein Whisky manchmal reift, auch gut kennen. Ja, Madeiren sind genau wie bei einem Portwein, wie bei einem Sherry, aufgespritteter Wein. Das heißt, man hat einen Wein genommen und tut einfach neutral Alkohol dazu. Und es gibt dann die vier hauptverschiedene Richtungen, wo die Trauben herkommen. Da ist Malvasia oder auch Malzay, manchmal auch gesagt. Da ist Boal, auch Boal, Boal wie Bual. Da ist dann Verdelho. Und da gibt es auch die sehr trockene Cecilie. So, ich bin eher bei der Malvasia. Es gibt ein paar andere Sachen, da gibt es den Jahrgangswhisky, Cojita bzw. Harvest. Es gibt auch Finest, Reserve, Special Reserve, Extra Reserve, Vintage oder auch Frasquiria. Ach, mein Portugiesisch ist so schlecht, Entschuldigung.
Aber bitte, bitte probier mal eine gute Mal Madeira. Man wird merken, wow. Zumindest denke ich. Genau wie ich Port mach, genau wie ich auch dann Sherry mache, mache ich auch gerne Madeira. Shame on me, aber so ist das. Aufgesplittete Weine sind was Tolles. Okay. Alkohol ist hier kaum vorhanden. Alkohol ist eher kaum vorhanden. Jetzt kommt dieser rosinige PX-Moment mehr. Aber immer noch eine stark kräutrige Note. So, hier soll laut offizielle Tasting Notes Wellen aus Aromen von Apfelschalen, Heidehonig, helle Trauben, Kardamom, Ananas, Gebäck und ein Hauch von Karamell und Walnussöl. Keine Ahnung, ich arbeite mit Walnussöl äußerst selten. Nicht ganz so mein Ding. Hier könnte ich und sollte ich denn dort haben, auch an der Nase jetzt hier. Oh, guck mal, da ist keine Armbeschreibung jetzt hier bei dieses hier. Interessant, okay. So. Ein bisschen Kaffee, ein bisschen hier dunkle Schokolade, ein bisschen Mokka, bisschen herb. Wurde geschrieben hier von einer Person bei Whiskey Base. Cheers, ich freue mich. Wow, also der Alkohol ist gut präsent. Wir reden hier tatsächlich von. Wow, ich habe das weggemacht. Von hier 59,5%. Der hat ein bisschen, der drückt ein bisschen. Auch dieses Schärfe von Alkohol hält ein bisschen an. Die Süße, die Fruchtigkeit, dieses weinmäßige Madeira ist absolut schön. Aber ich glaube, er kann ein bisschen Wasser vertragen. Also ich bin nicht der Person, der sagt, der Whisky muss immer in Fassstärke probiert werden. Ich habe gestern Abend ein Tasting gegeben und da habe ich gesagt, Mensch, tu ein bisschen Wasser rein. Nein, ich werde es immer trinken, genau wie es aus der Flasche kommt. Okay, wie Sie wollen. Ich tue immer Wasser rein. Also Fassstärke heißt nicht der optimale Trinkstärke. Fassstärke heißt genau wie aus dem Fass heraus. Und ja, lass uns hier sehen, ob es denn tatsächlich hier mit Wasser ein bisschen zugänglicher wird. Oh. Ganz ehrlich, noch nicht. Noch nicht. Wow. Oh. Ich bringe den runter jetzt hier. Der war 59, ich habe das auf ungefähr 55. Jetzt bringe ich den runter auf 43. Der Alkohol wurde, was heißt schärfer, wurde intensiver. So, das ist ein Whisky, den ich nicht vom Anfang an am Abend trinken sollte. Ich habe eine wunderschöne, was so 56-prozentige Kalibrierungswhisky vorher gehabt. Auch Weinfassfinish, absolut genau richtig. Null, null Brand, null Schärfe, null Alkohol. Habe ich gesagt. Hier. Oh, ha. Mit viel Wasser. Immer noch ein bisschen hart. Echt interessant. Also wir haben eine 14 Jahre alte Produkt hier. Ich bin ziemlich sicher. Bin ich sicher? Nein. Bin ich relativ sicher? Nein. Bin ich ziemlich sicher? Okay. Ich bin halbwegs sicher, dass diese Whisky keine Vollreifung ist in einen Madeira Barrique. Natürliche Farbe, kein Farbstoff hinzugetan. Falls es eine Vollreifung war, dann heißt es, Pinot Ricard hat es da reingeschmissen. Schon vor 14 Jahren dort, in 2009. Glaube ich nicht.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, damals hat dann hier Billy Walker ein schon mal benutztes, meine These, also widersprich mal, wenn jemand mehr Informationen hat, es ist eine Verschwörungstheorie, es ist eine Hypothese, es ist meine persönliche Meinung, was nicht Fakten entsprechen muss, aber es ist meine Meinung, dass es einfach mal seit ein paar wenigen Jahren in ein Second, Third Fill jetzt hier Madeira Barrique reifte und da war vorher ein sehr, sehr inaktives Fass. Ja, also man mixt einfach mal zwei Fässern zusammen, man schmeißt es dann da rein, man lässt es, lass uns sehen einfach mal von der Alkoholmenge her. Das ist immer wieder für mich eine Möglichkeit zu sehen, wie viel Angel Share da ist. Das ist 191,8 Liter Alkohol mit 274 Flaschen. Ein Barrique ist 225 Liter, das heißt, wir haben hier knapp 30 Liter über 14 Jahren. Das ist ein bisschen wenig. Ist ein bisschen wenig. Ich glaube, dass das hier ein Finish ist. Und der Ursprungsdestillat war in ein sehr, sehr inaktive Eichenfässern, Distillery Wood, wie es heißt, Brennereiholz, man muss nicht neue Fässer kaufen, man hat sie aus Amerika, First Fill, Second Fill, Third Fill, da tut man einfach ein viertes Füllen, man kann es lange reifen lassen, ohne dass viel passiert mit dem Whisky. Und das ist das, was das ist. Gefühlt. Eine Nase, 2 plus 1 minus, also es riecht absolut genial. Schön. Im Geschmack 3. Fast ein 3 minus. Erst mit viel, viel Wasser runter verdünnt auf circa 43% wird diese Whisky erst. Aber sehr viel Schärfe da drin. Schade, schade, schade. Wir gehen einfach rüber hier. Oh, Preis-Leistung. Oh ja. Also, wir sind da, wie ich sagte, mit der Glenarachie Madeira. Also die normale Ausgabepreis 124,90 € war das. Ich sehe das schon hier für 118 € mittlerweile. Also es gibt immer wieder Leute, also wir Händler, ich bestelle auch bei Kirsch, also und mache die Flaschen durch die Flaschenteilung. Wir haben meistens eine Marge von gut 30 plus Prozent. Und jetzt gibt es einige, die sagen, okay, ich bin zufrieden mit 20%. Ich bin Online-Händler. Kommt ein bisschen Versand oben drauf und die Flasche geht weg. Und weil viel, viel solche Einzelfassabfüllungen laufen durch den Onlinehandel dadurch, ja, werden wir Konsumenten jetzt hier, der bei der günstigste kaufen und wer da ausverkauft ist, kriegt sowieso nichts nach und Einzelfassabfüllung ist weg und dann geht es dann die anderen Onlinehändler, die das UVP rausgestellt haben, müssen halt Monate warten jetzt hier, also in diesem Fall Oktober 2003 bis jetzt hier Februar, März 2024, fast ein halbes Jahr, bis jemand sagt, oh, die Flasche sieht interessant, kaufe ich auch. Oder es wird zu Ladenhüter und dann muss man sowieso einen Rabatt geben. Unser PX, macht PX wirklich alles besser? Mhm. 62,1% ist fast erträglich, hat weniger Schärfe als denn hier unserer Madeira mit 59,5%. Wow. Also PX beschichtet, PX bügelt alles über, PX macht einfach diese Whisky hier zu einem Genuss. Allerdings, Jason hält seine Finger hoch. Mit dem PX heißt das, es wurde so viel rüber gebügelt. Ich kann nicht sagen, ist es Glenarachie, ist das Aberlour, ist das Glengarry, ist das denn Edradour, würde ich noch erkennen. Könnte fast ein Glenfarclas sein. Und. Der Distillery-Charakter wird so unterdrückt, dass der PX nur noch kommt. Und damit wurde diese Flasche eher. Und das Wort, was ich benutze, oder ich habe Diensten da drüben, werde ich wahrscheinlich vergleichen hier mit. Ein Diensten PX und Best Drams, mein Video dazu kommt noch, werde ich sie auseinanderhalten. Der Distillery-Charakter ist futsch. Es ist nur noch dann die PX-Fässern, die da
im Vordergrund scheinen. Und das ist das, was ich manchmal schlecht finde. Also einfach schade finde, dass PX so rüberbügelt. Schmeckt er besser? Ja. Hat das mit dem Fass zu tun? Ja. Nur für mich jetzt hier ganz kurz. Ich mache noch ein kleines Tropfen da rein. Ich probiere nochmal zu sehen, ob ich überempfindlich bin. Denn die 62,1%, überleg mal, vor 11 Jahren ins Fass reingegeben. Es wurde nicht hier mit 64,5%. Es wurde mit 68, wurde vielleicht mit 72, 70% ins Fass gegeben. Jedes Jahr geht ein Zirkel Alkohol Gehaltpunkt weg. Die Fässer nehmen nicht in Glenallachie in Schottland mehr Wasser weg als Alkohol. Es ist mehr Alkohol als Wasser. Ja, also die reifen nicht bei 40 Grad plus mit 80% Luftfeuchtigkeit, wie in Kentucky, dass da Gang die Möglichkeit ist, in große, große Lagerhäuser. Hier ist tatsächlich einfach der Fall, das ging ins Fass rein mit viel, viel, viel Alkohol. Okay, der Madeira ein letztes Mal zu sehen, ob ich der überempfindliche Jason bin mit Alkoholschärfe. Nach der 62er ist das erträglicher. Ach. Ich war ein bisschen hart mit meinen 3 minus. 3 plus bis 3. Also ich liebe diese Madeira-Moment. Aber ich mache nicht die Schärfe vom Alkohol von Glenallachie. Aber ich liebe diese Madeira-Moment. Diese Madeira-Moment ist so schön. So, 3 plus bis 3. Preislich würde ich wieder einfach mal 100, keine Ahnung, 24, 119 € dafür ausgeben für ein Einzelfass 14 Jahre alte Glenallachie. Nein. Meine Frage des Tages ist, ich liebe Madeira. Welche Whisky sollte ich probieren? Welche Single Malt, Schottland, Irland, wo auch immer, Deutschland, welche Whisky sollte ich probieren mit einer wunderbaren, leckeren, genialen Madeira? Einfluss. Schreib's einfach in eine Liste, am besten Fassstärke, am besten 46% mehr, am besten etwas, was unter 100 € ist, falls möglich. Das ist ein bisschen herausfordernd, nicht wahr? So, diese Flasche wurde gänzlich verteilt in meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Diese Flasche wurde auch in meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe gänzlich verteilt. Link ist unten in der Beschreibung. Es lohnt sich dabei zu sein. Ich habe nicht nur Bourbon, ich habe nicht nur Irish, ich habe nicht nur deutsche Whisky, ich habe sehr, sehr, sehr viele Single Malts hier aus Deutschland, die ich teile. Und dann könnt ihr bei mir parken, bis ein Maxi-Brief mit 30 CL voll ist, bis ein DHL-Paket mit 60 oder 90 CL voll ist. Das heißt 9 mal 10 CL oder 18 mal 5 CL. Ihr parkt, ihr bezahlt am Ende und dann schicke ich alles raus. Ist eine gute Sache, oder? Ich bin meine Flaschen los. Ihr kriegt die Möglichkeit, hier mit zu versamplen. Das, was ich habe, alle sind glücklich. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Bis dahin, ciao.